Servus, grüß euch, herzlich willkommen beim neuen Video auf meinem Kanal. Ich habe da etwas Besonderes mit, wenn euch das interessiert, bleibt dran. Bis gleich. So, da. Super, dass ihr dran geblieben seid. Was habe ich da? Ich habe mir schon lange überlegt, eben gerade fürs Aussehen. Wenn ich unterwegs bin, will ich nicht immer einen Rucksack mit haben. Ich fahre ins Auto rein, bin unterwegs und habe da eigentlich alles Nötigste drin. Wenn man will, eine EDC-Taschen. Was ist das genau? Es ist im Endeffekt der Helicontex, es ist die Urban Line, das Wastepack mit 260 Gramm. Die habe ich mir angeschaut, habe da mehrere in Aussicht gehabt. Gibt es welche von Tasmanian Tiger, Centauron und so weiter. Da unten im Marken gibt es auch. Habe mich dann aber für den entschieden, weil das für mich meines Erachtens genau das Richtige ist. Und was da jetzt drin ist, werden wir uns jetzt anschauen. Das heißt, ich werde es jetzt einmal annehmen, mal einen coolen Clipverschluss, werde einmal auspacken und dann hole ich euch an. So, da. Gut. Jetzt haben wir die Taschen vor uns. Das ist im Endeffekt die Helicontex Urban Line Wastepack. Wie gesagt, wir haben vorne eine Patchfläche. Da habe ich den von Alpine Dynamics, den KNK für Österreich, im Patch drauf. Vorne haben wir ganz eine kleine Taschen. Oh, den habe ich vergessen. Da tue ich den Göffel rein. Der hat da genau optimal Platz. Und so wie wir das auch gerne machen werden, wir werden das EDC-Pack gleich wieder einräumen. Ein bisschen höre ich euch noch. Dann passt das optimal und dann verlieren wir auch keine Zeit. Als erstes haben wir drin die Classic, einfach irgendeine Taschentücher. Passt optimal rein. Dann haben wir drinnen eine Mesh-Taschen. Das ist auch relativ cool. Da gebe ich als erstes mal die Kabel rein. So, dann eben die 10 mAh große Powerbank. Mir taugt das immer. Eben gerade mit Dingsanzeige, Prozentanzeige ist für mich sehr wichtig, weil ich eben nicht mit einer leeren Powerbank rausgehen möchte. Das ist dann immer ärgerlich. Das passt da sehr gut rein. Dann habe ich meine JBL Kopfhörer, In-Ears, habe ich auch schon sehr lang, so ein wochenlanger Dienst ist ja gut. Das habe ich da drinnen. Dann habe ich noch zwei Tabs, was man quasi aus Tüchern nehmen kann. Die kann man relativ gut zum Mitnehmen, kann man in 50er und 100er Box bei Amazon kaufen, kostet nicht die Welt. Kann man mit was verbinden und werden dann einfach zu Tüchern. Da ist sehr gut Platz drin, wenn man sieht. Dann haben wir da drin einen Organizer. Den kann man auch rausreißen. Mache ich nicht, eine Schlaufe. Und jetzt da kommen die grundlegendsten Dinge wieder rein. Einmal das Feuerzeug, Pfeifenraucher bin. Einmal das Besteck dazu. Die sogenannte O-Light-Taschenlampen. Einen Yes or No Coin, haben wir auch schon sehr oft eben in den Arsch gerettet in Bezug auf wichtige Entscheidungen. Geh dort hin oder geh dort nicht hin. Dann, was habe ich da noch drin? Eine Feuchttuchpackung, weiß ich nie, was da optimal hinten rein. Jetzt habe ich da hinten noch eine Packung für die Pfeifen Tabak drin. Dann habe ich da sogenannten Selbstauslöser mit Karabiner. So. Ja. Passt da optimal rein. Ist sehr gut, eben für uns Influencer, wie es immer so schön heißt. Damit, dass man da halt relativ schön das Zeug reinbringt. Ach, das Zeug reinbringt. Fotos schießt, das war gerade geistig abwesend. Oder wenn noch einen Tab verloren. Da mehr gehabt, also jetzt gut. So, dann haben wir da noch Platz, eben einmal für die Pfeife,
einmal im Tabak. Da hat man sogar dann noch mehr Platz, wenn man will, was noch ein bisschen besser ordnet. Man könnte jetzt auch hergehen, machen wir zu. Vielleicht habe ich mir auch mal gekauft, eben für die GoPro die Akkus auch noch rein tun. Das geht sehr aus, mache ich jetzt aber nicht, brauche ich jetzt dann noch. Ja, das war's. Man sieht, man hat noch jede Menge Platz. Was haben wir dann da noch? Seitlich zwei Schlaufen, dann da noch so eine kleine, könnte man Karabiner einhängen, da oder so wie da. Da habe ich einen Lagerkarabiner angehängt, die habe ich gerne bei den Hosen drauf. Bei den Hosen drauf, das ist relativ entspannt. So, ich muss kurz umsetzen, jetzt kriege ich da bei den Achsen zu weh. Ja, da habe ich den Haken drauf, einen schönen Zwei-Wege-Reißverschluss. Das sind glaube ich von YKK, wenn mich das nicht täuscht. Ist auch sehr gut. Hinten haben wir auch noch eine kleine Taschen. Da wird jetzt nur so ein Gackerl fürs Sackerl drin. Sackerl fürs Gackerl, so heißt es. Damit das im Müll wegschmeißen kann. Eben wenn ich gerade unterwegs bin, dann kann ich da sehr gut Sachen rein tun, was ich dann in den Mülleimer haue oder wenn ich was finde, dann nehme ich das mit und kann das da eigentlich sehr gut da reinschmeißen. Gut, machen wir das auch zu. Dann haben wir noch das Böker-Messer. M ist Böker Dotonation 3, merkt man das einfach nicht. Das ist ein sehr cooles Messer, das relativ gern. Das früher immer mitgehabt mit dem Clipper. Mittlerweile bin ich da relativ abgekommen und habe das eigentlich da jetzt da wieder für mich entdeckt. Und nutze es als EDC-Messer. Das ist relativ entspannt und chillig. Ja, dann haben wir da noch unseren Verschluss. Dann könnte man da, wenn man da könnte man den Gurt runternehmen, das mache ich jetzt da nicht. Könnte man das dann da rein tun und verstauen. Und dann glaube ich auch auf dem Rucksack auf tun. Ich habe mich damit noch nicht befasst, weil ich es einfach nicht brauche. Und finde, das brauche ich so einfach nicht. Das ist so optimal. Und ja, so habe ich das in Verwendung. Ja, so ist das. Na, ich finde das relativ entspannt. Preis ist auch relativ gemäß. Der Preis beträgt zurzeit, sage ich euch gleich, für die Taschen glaube ich um die 40 Euro. Schau ich mal schnell, dass ich nicht lüge. Wir haben da einen Preis von zurzeit bei der Taschen 34 Euro und geht auch rauf bis 40 Euro. Also je nachdem anscheinend. Je nach Camouflagefarbe, die man halt gern haben möchte. Schoki finde sie super. Ich brauche da dann mit dem ganzen Rucksack mitnehmen. Erfüllt meine Zwecke. Ja, so ein Traum. Ja, das war es eigentlich im Großen und Ganzen schon wieder. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch einfach ein Abo da. Gefällt mir, würde ich mich über ein Video freuen. Und wenn es euch ganz gut gefallen hat, gebt euch einen Senf dazu. Was, wie verwendet ihr euch eine EDC-Taschel? Habt ihr es da anders? Nutzt es da was Besseres, was Größeres, was Kleineres? Wäre das für euch zu groß? Also für mich ist das optimal. Würde mich über jeden Kommentar freuen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Für Gott.